Hey yo, was geht? Ich bin hier beim Flughafen in Basel und für mich geht es auf Madrid. Das Ding ist, mein Bus hat Verspätung und dann ist er einfach gar nicht gefahren. Das heisst, ich habe jetzt Verspätung von knapp 30 Minuten. Das heisst, ich habe noch 1 Stunde 30 Minuten Zeit zum Einchecken. Mal schauen, ob das gut kommt. Ich bin noch nie allein geflogen selber. Wirklich noch nie. Also, ihr seht es, das hier mache ich vieles allein. Ich glaube, da bin ich noch nie gewesen, in diesem Flughafen. Ich bin geloten gewesen, aber Basel glaube ich noch nie. Auf dem Board habe ich gesehen, dass ich zum Halle 3 muss. Ich habe echt Angst im Fall, ich sage es euch. Was mir am meisten bereitet, ist Gepäck einchecken. Da habe ich wirklich Schiss von dem. Weißt du, ich habe 2 Kameras dabei und einen Laptop. Und die ganzen Akkus. Also, schauen, wie es kommt. Okay, da sind wir. Jetzt muss ich hier das abgeben. He? Okay, Gepäck ist weg. Also Koffer. Jetzt muss ich zur Sicherheit. Okay, ich habe es irgendwie durch die Kontrolle geschafft. Und ich bin auch mega froh, dass ich das geschafft habe. Ich sage es dir. Aber ihr dürft es mir nicht übernehmen. Das ist das erste Mal, wo ich das allein mache. Im Fall, gell? Okay, mit noch Zeit. Und ich müsste eigentlich zum Gate 42. Dort ist mein Flug. Da sehen wir. Ich bin zwar mega nervös, aber gleichzeitig freue ich mich. Weil schaut mal an. In der Schweiz sieht es einfach genau so aus. Einfach grau, einfach tot. Ich freue mich auf das schöne, warme Madrid. Okay, wir sind da, aber wir sind zu früh. Aber ich sage es mal so, für das erste Mal lieber zu früh als zu spät. Ich bin im Fall immer noch nervös. Ich habe das Gröbste hinter mir, vor allem Sicherheitskontrolle. Aber ich glaube, ich würde erst ein bisschen relaxen können, wenn ich dort angekommen bin. Vorher ist es eine Tortur, ich sage es euch. Also ich bin jetzt im Flug am Fensterplatz. Und ja, jetzt geht es auf Madrid. Bis in 2 Stunden. Und da sind wir endlich. Mein Gott. Okay, wir sind hier im Flughafen Barajas. Das meiste haben wir geschafft. Jetzt muss ich einfach nur mein Gepäck finden und dann bin ich eigentlich relaxed. Im Fall, ich irre seit 5 Minuten rum. Seit 5 Minuten. Und ich finde es immer noch nicht. Wo kann man das Zeugs abholen? Okay. Ich bin hier Lounge 6 und ich habe herausgefunden, dass ich da mich verlaufen habe. Ich bin locker 5 Minuten vom Dings. Keine Ahnung, ist doch scheißegal. Jetzt habe ich zurücklaufen. All the way back. Ist ja nichts Neues, dass ich mich da verirre, oder? So, jetzt bin ich zurück beim Ankunftsort. Und da bin ich auch richtig. Ich bin eigentlich die ganze Zeit schon dort gewesen, aber ich habe es einfach gehängt. So, ich glaube, ich komme immer näher, Treppe runter und dann hoffentlich haben wir das wieder. Das Lustige ist, ich habe vor 2 Monaten gar nicht gewusst, dass man mit dem C-Ausweis, ich habe einen C-Ausweis, kein Schweizer Pass, dass man da mit dem Schengen Raum. Ich habe nicht gewusst, was ein Schengen-Raum ist, damit ich ein bisschen rumfliegen kann, ohne dass man ein Visum braucht. Also, hey, das ist echt gut zu wissen. Da, wir sind ganz neu. Schau, wenn es so dick ist, dann muss es hier neu mehr sein. Ich habe es gefunden. Da ist das Ding ja endlich. Mein Gott. Okay, ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach zum Hotel, zu meinem Hotelplatz. Und dann schaue ich weiter. Weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen will. Ich habe da nichts geplant. Ich weiß, beste Vorbereitung. Aber egal, die spontanste Sachen sind immer die beste. Ihr wisst es, hä? Ja, das habe ich mir selber ausgewählt. Okay, gut. Da irgendwo sollte der Bus sein, hä? Jetzt warte ich mal einfach hier. Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, nicht das Taxi zu nehmen, sondern den Bus, weil ich jetzt nur 1,50 gezahlt habe. Das würde ich im Fall euch anraten. Geht mit Uber, geht mit Taxi, nehmt einfach den Bus, viel günstiger. Hey, im Fall, ich habe mich schon wieder verlaufen. Hey, aber zum Glück gibt es Offline-Karten bei Google Maps. Weißt du, ich habe ja kein WLAN oder 3G oder so etwas. Ich muss mich voll auf Dings. Das heisst, im Umkehrschluss, ich habe unterwegs so gut wie gar kein Internet. Aber ist ja nicht schlecht. Das heisst, ich kann da wirklich mal Stadt erkunden. Ich kann es wirklich mal sehen, weißt du? Nicht die ganze Zeit am Handy hängen. Okay, das werde ich so oder so. Oh shit. Ja, hey, von was bin ich am Reisen? Ich bin doch nicht da, damit ich da am Handy hängen kann. Klar, ich mache Vlogs bei euch, ich werde es oft rauszücken für euch. Aber ich wollte auch etwas von der Stadt sehen und auch wirklich freileben. Okay, ich bin ganz neu im Hotel. Ich mache mal hier einen Stopp und pfeife mir irgendetwas rein. Okay, hier haben wir mein Essen. Ich habe 2, keine Ahnung, was das ist. Ich nehme mal Pommes mit Fleisch und Bread. Also, es ist ein Fleischbällchen. Fleischbällchen mit Pommes. Ich habe gehört, wir müssen nie stellen, wo die Menüs auf verschiedene Sprachen haben. Wir sollen immer bei Einheimischen bestellen. Okay, macht das Sinn. Ich bin nicht da, um hier KFC zu probieren oder so etwas. Weißt, ich wollte wirklich spanisches Essen haben. Wo ich aber wahrscheinlich Mühe haben werde, sind die Meeresfrüchte. Weil das ist schon in Spanien richtig rum, aber I tried. Also, ist nicht schlecht gewesen. 7,5. Aber das geht sicher besser in Madrid. Und schaut mal an. Ich kann eigentlich ein Menü haben und ich habe es falsch bestellt. Ich habe ein halbes Menü bekommen. So, glücklicherweise habe ich einen gefunden, der Englisch kann. Das obere ist Vorspeise und das untere ist Hauptspeise. Und ich habe jetzt das hier genommen. Fleischbällchen. He? Und ich habe gelernt, dass Dessert Portre heisst. Oder so etwas. Portre. Keine Ahnung. Aber gut, ich lerne da etwas dazu. Also, was mir als erstes da auffällt im Vergleich zu Amsterdam ist, es ist verdammt riesig, Madrid. Und es ist im Fall unglaublich, wie wenig Leute Englisch hier können. Fall. Also klar, die Gäste und so, die können das meistens, je nachdem. Auch nicht alle, aber. Aber es ist auch interessant im Fall, weil du bist doch wirklich gezwungen, das Spanisch zu reden. Das heisst, du musst es lernen. Du musst es wirklich lernen. Und ich finde das mega geil im Fall. Ich schwöre es euch. Okay, endlich sind wir da. Hotel. Von außen sieht es wirklich sehr schön aus. Ich bin gespannt, wie es von innen aussieht. Auch die Eingangshalle, muss ich auch sagen.
Wow, 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 wow. Also viel schöner wie in Amsterdam. Okay, und da haben wir das Hotel. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich jetzt zum ersten Mal da jetzt. Ja, da ist es. Es gibt schon viel einladender raus als in Amsterdam, hä? Ja, jo. Jetzt wird es ein bisschen Freestyle-mäßig vlogt, hä? Ich tue jetzt mal chillen. Ich tue jetzt mal Sachen vorbereiten, auch Kooperationen. Ich muss Stories vorbereiten. Dann tue ich Stadtplan studieren ein bisschen. Und dann schaue ich mal, wo es angeht, hä? Okay, ich habe hier Info bekommen, dass man hier Netz kaufen kann. Das wäre noch interessant. Ich hätte es auch bitter nötig im Fall als Influencer. Boah, ich lerne die Welt immer besser kennen. Ich habe gar nicht gewusst, dass man so etwas kaufen kann. Ich sag's dir, ich lerne so viel Neues dazu. Okay, so langsam sind wir im Zentrum angekommen. Schaut mal das an. Chess. Also die Stadt ist, ich finde es mega schön und mega lebendig. Ein Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht, Madrid zu besuchen. Leider ist es mir viel wert geblieben, El Clasico anzuschauen, aber das Leben geht ja lang genug, oder? Okay, ich glaube, das ist der berühmte Platz Plaza Mayor. Und, oh ja, das ist es echt. El Centro, wow. Wow, 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 also... Es duftet ein mega süßes gerade und das riecht nach Churros. Und die muss ich irgendwo finden. Ich muss die unbedingt austesten. Super Mario am Start auf dem Platz und sein Bruder. Wow! Mit Ballon und so. Schau es von der anderen Seite mal an. Es ist wirklich ein wunderschöner Platz und es ist mega lebendig. Es erinnert mich an Tessin, aber es ist viel grösser und viel geiler. Also von dieser Seite und vor allem mit dieser Belichtung sieht das mega schön aus hier. Ich glaube, hier mache ich ein paar Instagram-Pics mal. So Leute, was geht? Ich bin mega spät dran. Ich gehe jetzt erst um 12 Uhr los. Ich bin zwar um 8 Uhr aufgestanden, aber ich bin ich nicht ganz fit, habe ich das Gefühl jetzt. Das ist ein bisschen schade, dass ich da jetzt nicht ganz fit bin. Aber ich hoffe, das legt sich jetzt während dem Tag, weil es wäre richtig kacke. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, ich will hier verschiedene Sehenswürdigkeiten zeigen. He? Food kommt in einem anderen Video und Fußball auch. Seid auf das gespannt. Jetzt tun wir da einfach ein bisschen Stadt erkunden. He? Parks, vielleicht Palast, wenn es dazu kommt. Ein bisschen Freestyle, wir sehen es dann. He? Let's go, kommt mit. Und als Influencer darf kein Setup fehlen, gell? Wir brauchen hier Stativ und so. Da werden sicher schöne Insta-Bilder gemacht. Bis zum Zentrum geht es locker 40 Minuten und es ist geil, du zahlst mal 1,50 und du kannst hier praktisch fast überall anfahren. Also die Stadt ist echt wunderschön, muss ich echt sagen. Und auch mega lebendig. Und der Highlight ist definitiv der. Der da. Was passiert, wenn du eigentlich näher kommst? Da. Einfach King Kong. Jazz. Damn. So, gehen wir den Palast loschecken. Das sollte hier in der Nähe sein. He? Einer der grössten Paläste in Westeuropa, oder wahrscheinlich der grösste. Grösser als Marseille, das ist mal heftig. Mal schauen, wie das aussieht. Auch hier wieder sehr belebte Gegend. Wow, crazy! Und bis zum Palast ist es halt nicht so weit. Übrigens, ich muss da mega aufs Akku achten. Ich habe gerade mal 4%. Das passiert, wenn man als Content Creator kein Powerbank mitnimmt. He? Eigentlich ein Must-Have. Aber ich bin einfach hängen geblieben, was das angeht. Ich habe nicht das bedacht. Ich habe allgemein viel nicht bedacht. Ich habe auch nicht bedacht, wo ich angegangen. Also egal. Spontan einleben. Wir müssen den Moment geniessen, gell? Boah, das ist so gut ausgerechnet. Mal schauen, vielleicht jetzt hier noch einmal irgendwo ein Laden oder irgendeine Powerbank-Möglichkeit. Hey, come on, es hat eine scheiß SIM-Card. Also. So etwas wird es wohl ja auch mal irgendwo, gell? Also Leute, ich habe jemanden gefunden, wo ich wo ich Dienste kann. Ja, genau. Er. Hallo. Genau. Also er hat mir erlaubt, das Handy zu laden. Das ist mega lieb. Thank you very much. So, das ist der Laden. Falls ihr mal da sind, grüße ihn. Sagt ihr, das ist der YouTuber vom Schweiz. Also es gibt immer eine Möglichkeit in dem Fall. Hä? Wenn man etwas braucht oder so, Augen offen halten und aufs Universum hören. Ja? Das hat immer Antwort für euch bereit. Das ist eine coole Sache. Ich konnte ein bisschen über China lernen. Sehr interessante Sache im Fall. Jetzt kann ich endlich zum scheiß Palast kommen. Und da sind wir endlich. Da ist der grosse Palast. Das ist, wow, gigantisch. Da ist einfach ein Bär. Da ist ein Panda. Hey, schaut mal, ein paar Arbeitskollegen von mir. He? Also ich muss sagen, die haben es drauf im Fall. Wirklich. Auch der Kamera weiss. Kameramann weiss ganz genau, was er zu tun hat. Die Bewegungen. Was ich auch sagen kann, ist, dass ich auch Tanzvideos geplant habe. Wie soll ich sagen, etwas schwierigere Choreos. Aber da ist es auch wichtig, einen guten Kameramann zu haben, der die gewisse Sachen auch wirklich rausbringen kann. Alter, die haben es zu, Mann! Ach, Kollege! Na gut, da bin ich auch selber schuld. Wenn ich kein Ladekabel dabei habe, oder eine Powerbank, dann muss ich mich auch nicht wundern, wieso ich keine Möglichkeit habe, zum Filmen. He?
So, jetzt bin ich wieder da. Und schaut mal an. Da sieht es ein ganz anders aus. Plötzlich hat es eine Schlange. Aber die Zeit ist mega knapp. Ja. Wir haben vielleicht jetzt 4:30 und es geht um 6 Uhr zu. Das heißt, ich muss mir alles anschauen und ich muss auch Bilder machen für Insta. Muss ich mich schon ein bisschen pressieren. Ja? So, wir sind immer noch am Anstehen. Übrigens ein Quick-Tipp für euch, gell? Falls ihr mal da kommt. Kommt vom Montag bis am Donnerstag von 4 bis um 6 Uhr hin, weil dann ist es für euch gratis. Aber für mich ist es nicht gratis, weil es Samstag ist. So! Jetzt bin ich drinnen und das ist riesig. Schaut mal den Platz an, der ist verdammt gross. Eigentlich hätte ich gerne ein Audiobook genommen, damit ich ein bisschen über den Hintergrund erfahren kann. Ich kann einfach kein Deutsch heute. Aber ja, wir müssen ein bisschen schnell sein, he? Und ihr habt ein bisschen Vorrang. Ihr wollt Content, bringe ich Content, ich bringe euch Videos. Und vielleicht habe ich irgendwann schon mal die Chance, das im Ganzen in Ruhe anzuschauen. He? Das ist ein bisschen der Nachteil, he? Wenn man Content Creator ist. He? Ihr wollt alles sehen. Also ich wollte mich nicht beschweren. He? Es ist schon geil, dass ich das bin. Und dass ich damit Cash machen kann. Aber zum Teil, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn du in die Ferien gehst, du kannst es schon genießen, aber nicht ganz so, wie du es könntest. Weißt, ganz abschalten kannst du nicht. Du bist die ganze Zeit irgendwo dran. Weißt? Aber es ist okay. Es, ich finde es trotzdem schön. Es ist eine schöne Reise. Okay, gehen wir mal rein. Schauen wir, was das riesige Schloss zu bieten hat. Okay, das ist der Eingang. Auch das ist schon mal sehr geräumig. Mal schauen, was uns drin erwartet. So, das ist die Eingangshalle. Und das ist das königliche Wappen hier. Boah, echt scheiße, dass ich hier keine Hintergrundinformationen gehen kann. Also hier steht La Familia de Juan Carlos de Uno. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und oben steht Antonio López Castilla. Ich habe keine Ahnung, wer was ist und wer welche Funktion hat. Aber falls ihr Spanisch kann, ihr könnt es mir gerne in den Kommentar schreiben. Okay, aber hier kann ich euch sagen, wer das ist. Das ist der Don Juan Carlos, der Erste. Wisst ihr wieso? Weil das hier oben steht. Ich meine, ich kann euch nützliche Infos geben, weißt du, so ein bisschen mehr werden, aber nein, es wird einfach ein Vlog, wo ich das einfach so aufnehme. Ja, ja, der hat ein schönes Leben gehabt, würde ich mal sagen. Schaut mal an, da haben sie alle die Schuhe blasen. Hey, schaut mal, wer ich dich gefunden habe. Der bierweiche Sound. Ja, aber schaut euch den rum mal an, der ist wirklich, ich finde mega schön im Fall, mit den schönen Farben und so. Und die Lampe auch, Jazz. Hey, nein, ich sage es euch, jeder Raum schöner als der andere, wirklich. Und hier habe ich sogar Infos. Der Raum ist neben dem Thronsaal der wichtigste Raum gewesen. Für den König Charles III. Weil hier hat er sich eingekleidet und da hat er seine private Audienz gehabt. Von wo ich das weiss, endlich mal etwas von Englisch. Okay, und das war das Schlafzimmer von Charles III. Das weiss ich auswendig natürlich. Und hier hat er es mit. Entschuldigung, es ist Carles, gell? Wir sind in Spanien. Und ich finde, das sagt schon alles. Ich glaube, das muss ich nicht erklären, oder? Zuerst war das Apartment von der Queen. Aber nachher hat sich König Alfonso gedacht, wir machen da 3 Räume in einem. Und machen daraus eine Banketthalle draus. Ich habe keine Ahnung, wie viel da drauf passt. Auf dem Tisch. Ich denke mal, es passen so etwa 10 Leute drin. Für alle Content Creator und Influencer hier, unsere Arbeitskollegen, ihr könnt hier sehr gute Bilder machen. Ich sage es euch. Okay, und das, meine Leute, ist die königliche Kapelle. Schaut mal, hier hat er sich gerade angepflanzt. Und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Schaut mal, das hier oben. Sieht auch fresh aus. Also musikalisch sind sie auf jeden Fall hier. Schaut mal an. Jazz. Also ich habe das Gefühl, irgendwie haben sie ein Fable für so Seiteninstrumente gehabt. Ich hätte fast gesagt Gitarre, aber nein, ich bin ehrlich, ich sage Seiteninstrumente. Wollt ihr mir sagen, dass die früher Billard gespielt haben? Oder was ist das da hinten? Okay, das hier ist wirklich mit Abstand der schönste Raum. Sehr schöne Farbe, sehr schöne Harmonie hier. Also ich finde das, ja, das ist der schönste Raum. Also das sieht echt geil aus, muss ich echt sagen. Passt da gut zum Shirt? Das ist der Raum, was am wichtigsten ist, der Thronsaal. Das ist gigantisch, gigantischer Thronsaal. Was ich mich da frage ist, wieso hat es da einfach keinen Thron? Irgendwie fehlt da etwas, oder nicht? Oder ist es das da? Aber dann frage ich mich, wieso ist es da und nicht da? Nein, wobei der Raum ist ja eigentlich so. Also es macht schon Sinn, ja, komm, scheiß drauf. Okay, ich glaube, das wär's vom Museum jetzt. Ich mache noch ein paar Insta-Bilder mit der Cam und dann ja, sehen wir uns weiter noch. Okay, was es hier in der Nähe auch hat, die Kathedrale, mal schauen, ob die offen ist, aber ich glaube schon. Die Frage ist jetzt einfach, lassen Sie mich rein? Weil ich habe keins von diesen Billets gebucht im Voraus, weil zum Beispiel auf Booking und so sind sie arschteuer. Deswegen habe ich gesagt, okay gut, ich gehe mal einfach vorbei, weil ich brauche ja keine Dings, Guide oder so etwas, weißt du, ich wollte einfach nur frei rumlaufen, bis die Content für euch drei und mir nicht.
Nein, wirklich. Es ist wirklich eine sehr schöne Architektur. Allgemein, Madrid ist wirklich voll mit dem. Ich bin da echt erstaunt, was das für schöne Sachen da hat. So, das Mal geht es zum Starbucks jetzt nachher. Nicht damit ich mich noch mehr erfrischen kann, sondern damit ich mein Handy aufladen kann. Ich habe nur 4%. Aber das Mal bin ich ein bisschen vorbereitet. Ich habe gehört, kein Starbucks kann man aufladen. Und ich habe mein Ladekabel dabei. He? Also ein bisschen dazugelernt habe ich schon. Okay, Starbucks gefunden, laden kann ich und trinken kann ich auch. Aber der Name ist natürlich falsch. Heavy Lash. Noch ein kleiner Nachtrag zum vorherigen Wort. Ich habe gesagt, ich kann die Reise genießen. Das stimmt nicht so genau, ich habe es falsch ausgedrückt. Oder wie? Was ich wollte sagen, ist, ich bin vielleicht nicht ganz im Moment drin. Weißt du, wenn ich dann die Sachen erkunde und so, die Sachen anschaue. Aber ich sehe schon, weißt du, es ist nicht so, dass ich nichts von der Reise habe. Das sind einfach zwei Hunde auf Stegeln. Was der Vorteil von dem ist, was ich jetzt gerade mache, ist, ich kann es immer wieder anschauen. Und ich kann es auch, keine Ahnung, meine Kinder dann irgendwann zeigen, was ich da gemacht habe in Madrid. Das ist ein offenes Tagebuch, was ich da habe. Und das ist dann schon geil. Yeah. Okay, wir müssen zum Metro jetzt, damit ihr das einmal seht, ist nicht schlecht. Und da ist einfach auch Super Mario. Ich weiß nicht, was die da machen. Alle da oben und da. Keine Ahnung, wer das ist. Bumblebee. Ich glaube, es ist Bumblebee oder Transformers. Also gehen wir mal hier runter. He? In Amsterdam haben wir jetzt auch eine gehabt. Mal schauen, wie die in Madrid ist. Okay, ich habe hier Metrokarte. 10 Fahrten kann ich damit machen und es kostet 11 Euro. Okay, das ist der Bahnhof. Und... ja? Ich sage es mal hier. Es ist sehr viel los hier. Aber wir sehen, dass es ein Samstag ist. Okay, let's go. 4 Stationen. Also im Vergleich zu Amsterdam ist es hier lauter. Viel lauter. Aber ich glaube, das wundert keinen. Okay, wir sind hier angekommen. Retiro. Hier ist ein ganz, ganz bekannter Park. Der Retiro Park. Und der ist der grösste in Madrid. Und wo sind wir jetzt? Hä? Das ist der grösste Park in Madrid. Und ja, der ist voll as fuck. Aber klar, hey, wenn es gratis ist, dann ja, wieso kommt er da nicht an? Also ich bin mir sicher hier. Gibt es auf jeden Fall sicher auch einige Locations zum Shooten. Im Fall, wenn ich mir den Park anschaue, ich könnte jeden Tag hier ankommen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich könnte jeden Tag hier ankommen und hier chillen. Das ist so geil hier. Da bin ich einfach zufrieden, weißt du? Da bin ich einfach zufrieden. Du hast einfach hier deine Ruhe, hast gleichzeitig auch sehr viel Gesellschaft und es ist einfach eine geile Atmosphäre hier. Und weißt du was? Für den Spaziergang gönne ich mir auch Blasse. Ich glaube, das ist hier. Muss. Ihr wisst, wie es heisst. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Auch hier hat es überall. Shooting Places, Locations, die mega geil sind fürs Bilder machen. Egal ob es Landschaftsbilder sind, ob es Instagram-Bilder sind, so porträtmäßig oder sonst etwas, weißt du, es ist geil. Oder an die TikTokers, die gerne tanzen, das kann ich dann auch drehen. Da. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich von dem Park erkundet habe, aber ihr seht, es ist verdammt riesig. So, ich laufe mal zum höchsten Punkt vom Park. Dann seht ihr, was ich euch alles zeigen kann hier. Wie gross der Park eigentlich ist. So, da ist es. Ich erkenne, was das hier ist. Aber schau mal. Ja gut. Wir sind genau gar nicht wegen den Bäumen, aber was man dafür sieht, ist ein schöner Sonnenuntergang. Schaut mal an. Allein schon deswegen hat sich das gelohnt. Von dieser Seite seht ihr City. Und schaut mal an, hier ist die Abgrenzung. Ja, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich so etwas auch machen. Geile Idee eigentlich, Schwester. Ja, da ist so viele Sachen. Und schaut den Himmel an, der sieht super geil aus. Und das ist gerade mal 8:30, glaube ich. Ich habe es euch gesagt, ich könnte hier alles machen. Egal was. Da, schau, ich weiß nicht, was die machen, aber es sieht interessant aus. Okay, das sieht noch mega interessant aus. Und das ist auch der erste Spot, den ich euch zeige. Nachher muss ich sputen. Und hier hätte ich gerne geschossen. Das sieht aus wie ein Mini-Kolosseum. Also so. Es gibt ein bisschen Kolosseum-Vibes. Mit dem, oh mein Gott, mit dem Sonnenuntergang, das wäre so perle gewesen. Aber ja, dann verändert es als Video, hä? So, mal so ein Video, damit ich es auch so habe. Boah, es geht auch mega geil aus, Alter. Tschüss. Und hier auch noch. Tschüss, Alter. Was habe ich da alles verpasst? Eben, schau, ich habe so vieles nicht gesehen. Das zeigt eben, wie gross der Park ist. Boah, scheiß Zeitdruck, hä? Aber egal, da bin ich selber schuld. Schlechtes Zeitmanagement, muss ich mir jetzt eingestehen. Boah, ich wäre wirklich länger im Park bleiben. Sehr gerne länger. Du kannst locker 3 Stunden chillen, ich sag's euch wirklich. Das wird doch nicht langweilig. So, für mich geht es jetzt heim. Ich gebe euch mal einen kleinen Repack. Repack, mein Gott. Seit ich in Spanien bin, kann ich einfach kein Deutsch. Ich gebe euch einen kleinen Recap von meiner Reise. Also auf jeden Fall, es ist mega schön gewesen. Madrid ist mega schön. Schön warm, schön sommerlich. Schöne Architektur und sehr gutes Essen. Spanische Küche ist schon etwas Einzigartiges. Und das Highlight natürlich ein Klassiko, das ist sowieso. Aber die zwei Sachen seht ihr in den nächsten beiden Videos. Auf jeden Fall. Da können die wenigsten Englisch, das habe ich gemerkt. Und da bist du auch selber ein bisschen gezwungen, Spanisch zu reden. Das hat mir auch gut gemacht. Jetzt
ist mein Wortschatz ein bisschen grösser geworden. Ich kann schon bessere Wörter wechseln mit ihnen. Und das haben die Leute auch appreciated. Das hat mich auch ein bisschen sympathischer gemacht gehört. Und von dem her habe ich mir vorgenommen, Spanisch. Wenn es üben, he? Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann abonniert.